Ich stelle mal ganz schnell um, soll man zwar nicht machen, aber wir hatten gerade gehört, dass man Elektrotechnik nur kann, wenn man es mitmacht oder wenn man es macht und nicht nur zuschaut. Demzufolge ist das Projekt auch so angelegt, dass die Lehramtsstudierenden mitmachen sollen beim Unterrichten, sondern es ist ausgelegt auf eine Woche Übernahme des Unterrichts von Berufseinsteigern. Das ist die Zielsetzung, dass digitale Konzepte das Ganze miteinander verzahnen, sodass die Studis exemplarisch digitale Konzepte und Tools in der Theorie evaluieren, analysieren und dann in der Praxis anwenden. Das ist sozusagen die Klammer, das digitale Konzept dieses Projekts. Dafür sind natürlich Kooperationspartner notwendig. Wir haben drei, eine Schule, wo das Ganze stattfindet, mit einem ganz besonderen pädagogischen Konzept, nämlich einem sogenannten SOL-Fokus und einem Projektlernen, einer Orientierung auf Projektlernen. Der zweite Partner im Verbund ist das Lehrerinstitut von Sachsen-Anhalt. Das übernimmt die Fortbildung der Berufseinsteiger, die in dieser Woche freigesetzt werden vom Unterricht. Die bekommen in dieser Woche komprimiert, also vom Kollegen des Lehramtes, des Landesinstitutes, diese Fortbildungen sozusagen geliefert. Und der dritte Kooperationspartner, das sind wir, die Initiative Lehramt Digital an der Uni in Halle. Wir haben uns das Projekt ausgedacht, wir begleiten das und bereiten die Lehramtsstudierenden auf diese Woche mit einem Zertifikatskurs vor, der verschiedene Themen umfasst und sie so vorbereiten soll, dass sie die Woche also ganz gut überstehen und ihre digitalen Konzepte umsetzen können. Wir müssen natürlich von der Ideenfindung bis zum Problemlösen und Durchführen verschiedener Problemfelder bearbeiten, sind vor allen Dingen organisatorischer Natur und auf die Durchführung bezogen, aber auch auf die inhaltliche Planung des Zertifikatskurses, den die Lehramtsstudierenden absolvieren müssen. Und zwar haben wir folgendes Problem, wir haben eine relativ analoge Schulrealität, aber eine VUCA-Welt, das ist nun mal die Lebensrealität der Lehrenden und der Lernenden und die müssen wir irgendwie vereinbar kriegen, weil wir können die Lebensrealität ja nicht aussparen. Deshalb sind also die digitalen Tools und Konzepte diese Klammer und die Lehramtsstudierenden in ihrer Woche umsetzen sollen. Das heißt, sie sollen zwar mit Tools und Konzepten arbeiten, aber vor allen Dingen sollen sie an ihrer eigenen Haltung arbeiten, weil Digitalisierung nun mal mehr eine Haltungs- als eine Technikfrage ist. Grundlage könnte das 4K-Modell sein und dann heißt es einfach, sich reinstürzen in diese VUCA-Welt. Deshalb also dieses Enter. Das heißt, sie müssen versuchen, diese Konzepte und Tools anzuwenden. Das Ganze, unsere Strategie ist, diesen Kurs als Flipped Classroom-Modell zu konzipieren und den theoretischen Input wirklich vorzuentlasten als Online-Auslage für Erklärvideos, Literaturlisten, Podcasts und so weiter. Das Ganze findet dann als Zertifikatkurs statt und nennt sich BEST von Berufseinsteigern und Studierenden. Praktische Phasen wird es natürlich auch geben für die Inhaltsverarbeitung. Die werden in dem DLL, in dem digitalen Lernlabor stattfinden. Und wenn das Ganze also theoretisch erprobt und praktisch, naja, ein bisschen ausgetestet ist im Labor, geht es schlussendlich am Ende im März dann in die Unterrichtswoche des Austausches. Und das Ganze soll, so ist der Plan, in einem E-Portfolio begleitet und digital individuell dokumentiert werden, sodass die Lehramtsstudierenden am Ende auch wirklich was nachhaltig mit in die eigene Schulrealität später nehmen können. Die Herausforderung besteht also, das Runde muss ins Eckige, heißt es hier also, das Digitale muss in dieses analoge Klassenzimmer hineingebracht werden und so verankert werden, dass es also auch mit Inhalt gefüllt ist und Sinn macht. Das ist die Herausforderung eigentlich für die Lehramtsstudierenden. Unsere Herausforderung bezieht sich eigentlich auch eher auf die Evaluation, weil wenn ich vorhin gesagt habe, es ist eine Haltungsfrage und nicht so sehr eine Technikfrage, stellt sich für mich natürlich die Herausforderung, wie messe ich denn das? Dass sich die Haltung ändert? Wie kann ich feststellen, dass diese Kompetenzen dann vorhanden sind? Wie messe ich Einstellungen? Das ist jetzt noch im Moment so ein großes Problem. Das heißt also, das ist unsere Herausforderung, diese Kompetenzen oder den Lehramtsstudierenden zu zeigen, dass Kompetenzen eben aus Wissen, aus Knowledge, Skills und Attitude bestehen. Das ist also eine transversal Attitude, Skills und Knowledge sozusagen Blume ergibt und das Ganze miteinander verwoben ist. Im Endeffekt hoffen wir dann, dass wir von diesem
analogen Einzelkämpfer dort oben zu einem digitalen Teamplayer kommen, denn die Lehramtsstudierenden werden das Ganze im Co-Teaching-Team absolvieren, sodass sie also während dieses ganzen Zertifikatskurses und der Woche auch schon kooperativ arbeiten. Da hoffen wir dann drauf, dass sich das wirklich zeigt.